Das Warten hat endlich ein Ende. Ja. Wir starten Time for Prince. Was ist Time for Prince, Amanda? Time for Prince ist, also wir haben gesagt, wir finden immer noch Fotos auf Papier am geilsten und das in Zeiten des digitalen, was auch immer, Papier auf Fotos, beziehungsweise andersrum. Das Internet weiß, was du meinst. Wir haben ungefähr 68 Einsendungen bekommen. Ja. Von den verschiedensten Leuten, sehr coole und mal wissen gespannt. Wir denn noch gar nicht? Die Namen habe ich erkannt tatsächlich. Ach so, ein paar Namen habe ich ehrlich? Erkannt. Deswegen legen wir jetzt los hier im Daddy Das Loft am Hafen und gucken uns all eure Einsendungen an und sind sehr gespannt. Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder gibt es noch was? Nö, ich bin fertig. Legen los. So. Das sind so schöne Kupferkugeln. Time for Prince, Folge 1. Amanda Behrens, Sie sind herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie Zeit haben. Schön, dass ich hier bin. Sich Fotos in gedruckter Form anzuschauen. Ja. Das erste Paket wurde uns hier schon hingelegt und das stammt von... Ist das schon offen? Ja, weil es eine Privatabgabe war. Oh. Eine Privatreinreichung. Okay. Was steht Ach da? Ach nee, vom André. André Jocelyn, wie auch immer. Der Kölner. Der Kölner, ganz, ganz großartiger Fotograf, den ich von klein an, als er Baby war, nein, als er angefangen hat, zu machen. Verfolgt hat. Ich dachte ja wirklich, er heißt so, ne? Nein, das verstehe ich aber auch nicht. Also wenn man schon, lieber Sascha, wenn man schon so einen geilen Namen hat, wie Sascha Held, dann verstehe ich nicht, warum man sich erst ein Pseudonym gibt und dann nochmal ein neues. Und dann aber noch ein neues. Nee. Achso, du hast schon das erste mitgezeigt, ja. Mr. Jersey. Ja. Y. Also ich würde meinen Namen einfach so nehmen. Genau, und du hast bei Weitem nicht so einen geilen Namen. Eben. Du nutzt den ja auch, ne? Ja, schlimm, genau. Ja, dumm gelaufen. Ja. Was wir aber jetzt hier haben, ist ja streng limitiert, ne? Das ist ja sein erstes Buch, Ach, krass, was er mal rausgebracht hat, bei Saal digital gedruckt. Wie viele gab es davon, weißt du das? Ich meine, er hätte gesagt 3. Eins zur Verlosung, eins für sich und halt... Ach krass, nein, das ist nicht viel. Und eins heute für uns zur Ansicht ausgeliehen. Und sehr schön. Weißt du, von wem diese Illustrationen, Scribbles sind, wie auch immer? Nee, aber ich gehe davon aus, dass du mir das jetzt sagst. Ja, ich glaube zwar immer noch, dass ich den Namen immer falsch ausspreche, aber sie heißt im Internet mit Pseudonym Siri Rivers. Oh ja, die kenne ich. Oder heißt es Siri Rivers? Rivers vielleicht auch. Rivers? Damit keine Ahnung, aber sie ist aber großartig. Aber sie ist unfassbar talentiert und glaube ich auch nur 19 Jahre alt. Die macht ganz viele tolle Fashion-Illustrationen ab. Ja, gut. Bei Jersey wollen wir halt, oder bei André oder bei Sascha, was auch immer, wollen wir eigentlich nicht viel sagen. Ich glaube, die Bilder kennt inzwischen jeder. Der hat, ich hab letztens noch nachgeguckt, 2011 hat er die Facebook-Seite gegründet. Okay, das kann auch sein, dass wir da ungefähr so in dem Dreh das erste Mal miteinander in Kontakt getreten sind. Miteinander experimentiert haben. Bitte? Scarlett ist halt der Oberhammer. Ja. Und ich finde auch seine Fotos so mit die besten, die es von ihr gibt, weil die mega natürlich sind. Aber warum? Weil die generell mit die besten Fotos sind. Ja, genau. Aber auch hier so. Nee, ich habe das Buch. Ich brauche den Text nicht. Ich kann halt nicht lesen, das ist mein Problem. Hast du das Buch schon mal in der Hand gehabt? Nee, ne? Nein. Nämlich auch nicht. Aber die Bindung ist mega cool, gerade für Fotos. Ne? Ach, das sind, das ist das Saal digital. Das mhm. Okay. Weißt du, wer das ist? Ja. Ne? Ja. Mhm. Auch cooler Typ. Cool. Und sie ist auch super. Sie ist schön, ja. Was, schönes Mädchen. Aber die Bilder von ihm kenne ich auch. Ja. Und er ist immer noch einer meiner Favorites von denen, die Sascha fotografiert hat. Ah, okay, aber er hat auch extrem starkes Gesicht. Das ist für mich so ein bisschen Paul Walker mäßig. Und der ist ja leider tot. Der neue Paul Walker. was ich bei André halt finde, ist krass, der hat sich ja nochmal mega entwickelt. Also wenn man jetzt auf die letzten 2 Jahre guckt, ist einer der wenigen, der so ein Gefühl für natürliche Momente hat, wo du wirklich das Gefühl hast, es ist nicht gestellt, sondern du hängst da gerade ab. Ja, du hängst da gerade in Unterhose ab, dance vor dich hin und bei ihm ist es scheißegal, dass auf der Fensterbank noch der Nagellack entfernt steht. Ja, genau. Und das finde ich halt bei ihm auch echt krass. Also das macht er gut. Und er hat sich so mega entwickelt in den letzten Jahren. Also wenn ich mich an die ersten Bilder von ihm erinnere, die natürlich vom Ansatz her auch schon wirklich in die Richtung gehen und auch nicht schlecht waren, aber das ist halt um Längen besser. Verbessert, aber ich mache auch die Schrift dran.
extrem schöne Mädchen. Ja. Oder er schafft es einfach, jeden schön aussehen zu lassen. Das, ich glaube, das ist beides, aber er ist echt toll. Wobei er mir in der blauen Jacke noch ein bisschen besser gefällt. Sie ist ja mein Favorit. Ist das seine Freundin? Nee, das dachte ich auch mal, die wären verwandt. Dafür hat er mich richtig abgehatet. Verwandt? Ja, weil... Freundin ist nicht verwandt. Nee, pass auf. Verstehst du was die falsch? Freundin wäre verwandt mit ihr. Ich dachte, so. Die wären irgendwie, aber da meinte, war irgendwie nicht so der Fall. Okay. Die Texte, wo du das sagst, finde ich auch lustig, dass die so leicht gesetzt sind dafür, dass er am Anfang sich so die Mühe gegeben hat, hier mit so schönen Verschnörkelungen. Mm. Und was mich an dem Saalbuch auch ein bisschen stört, ist hier die Folienlösung. Aber ich meine, kann Sascha jetzt nichts für, aber... Und ich weiß auch nicht, durch wie viele Hände das inzwischen schon gegangen ist. Ne? Ja, aber trotzdem, das dürfte eigentlich nicht passieren. Das ist eine Kritik an Saal. Was ich auch geil finde, ist aber, dass er bei dem Cover ein Bild genommen hat, was im Internet, und er macht ja viel, er produziert ja viel so drumherum, diese Momentaufnahmen, was im Internet niemals so richtig Aufmerksamkeit bekommt, was ich aber super passend finde. Finde ich auch gut. Das ist mir ein bisschen zu sehr die Schärfe hochgezogen, aber es sind jetzt auch hier noch die Lina. Schönes Mädchen. Das zum Beispiel ist so ein Foto, was für mich für den alten Jersey steht, wo das Licht noch so ein bisschen schummrig war, noch unperfekter. Ja, wo und die Retusche auch noch nicht so ausgereift war. Und da sieht man, wie jetzt mit den Farben, viel mehr Farben drin, sieht man den krassen Unterschied. Ja. Und das ist auch super schön. Princey. The Princey. Ja, und dann so. Das ist einfach geil. Ist halt super, kann man sich immer und immer wieder angucken und wird immer besser. Super auch. Ja. Das ist auch mit eines meiner Lieblingsbilder von ihm. Ne? Also ich meine, dass mir das Licht in dem Bild gut gefällt, das kann ja eigentlich fast jeder sich denken. Und dass ich halt auch so durch Unschärfen und so, finde ich mega. Sollte Van Dijk oder Van Dyck oder wie auch immer die Kaffeefirma sich nennt, mal drüber nachdenken. Das endlich zu kaufen. So, jetzt hier sehen wir, was passiert, wenn ein Buch zusammenklebt. Wenn es noch nass gedrückt, wie auch immer. Hier, was ist denn auch hier passiert? Das sieht auch merkwürdig aus. Sowas sofort reklamieren immer. Das Bild mag ich auch sehr von Scarlett. Ja, Scarlett. Unfassbar schöne Frau. Inzwischen halt echt extrem durchfotografiert im Internet auch. Hm? Mag ich auch sehr. Mhm. Ja, keine Frage. Also ich kann da jetzt eh nicht. Ich kann nur, wenn nur Kleinigkeiten, aber das... Super. Auch super Typen. Ach, da ist er selber, ne? Mit der Lena. Schön. Sehr, manchmal sehr ist mir die Schärfe ein ganz bisschen zu krass hochgezogen, dann wirkt das so ein bisschen wie dieses Wasserfarben-Bildbearbeitungstool, aber... Kenne ich nicht. Nee, macht nichts. Oh, sowas kenne ich ja gar nicht. Echt? Ne? Er hat ein paar schöne von so. Aber wo sieht man die denn? Auf seinem Tumblr, glaube ich. Ah, okay. Ja, und das ist dann wieder so ein bisschen mehr vom Anfang, ne? So hat alles angefangen vor der Rauchfaser. Das ist aber auch bei ihm damals schon egal gewesen, dass da eine scheiß Rauchfaser im Hintergrund ist. Ja, weil das bei ihm halt einfach dieses pure Home-Story-Ding ist. Und dann ist er nochmal zum Abschluss. Ja. Ja, wunderbar. Danke, Mama. Danke, Papa. Ach, süß. Ach, hier steht so nochmal Serie. Rivers. River. Ja. Ach, hier guck mal, Bescheid. Ja. Super schönes Ding. Ganz toll. Bitte. Hoffentlich irgendwann mehr davon, hoffentlich irgendwann zu kaufen. Ja, und dass du weitermachen sollst, das brauchen wir dir wahrscheinlich nicht. Eigentlich brauchen wir gar nichts dazu sagen und gute erste Folge, würde ich sagen. Jo. So kann es weitergehen. Ja, bitte. Ich bitte darum. Amanda, du holst Nummer 2. Nummer 2. Wir machen direkt noch eine. Direkt noch eine. Und die seht ihr hier.